Dagmar Belakovic war die letzte Debattenteilnehmerin am Tagesordnungspunkt 3 bis 5 mit dem Namen Untersagung der ultranationalistisch-faschistischen Veranstaltung in Bleiburg. Bleiberg in Kärnten. Auch diese Abstimmung werde ich an den Schluss der Als nächstes kommt der Tagesordnungspunkt 6 mit dem Familienlastenausgleichsgesetz, dem Kommunalsteuergesetz und dem Epidemiegesetz. Erster Redner wird der Kärntner SPÖ-Abgeordnete Philipp Kucher sein. Das Kommunalsteuergesetz und das Epidemiegesetz geändert werden, 337 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.